Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zum schnellsten Jäger der Welt, Sonic Generations. Im letzten Part haben wir die ersten Herausforderungen gemacht und wollen heute weitermachen. Wir fangen an mit den alternativen Sonic und machen die Rache der Bassbomber. Acht auf Bassbomber, erreiche das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Ja. Und natürlich wieder auf der Jagd nach dem S-Rang direkt, weil je schneller, desto besser. Und wir haben eine Minute Zeit und... Wow. Ich fühle mich so motiviert, weil ich einfach direkt an die erste Wand und... Ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Alter. Diese fucking Dinger, geht weg! Dankeschön, es gibt einen Kontrollpunkt. Wir haben die Hälfte der Zeit vorbei und... Ja. Alter, das kenne ich. Ich hatte damals ein McDonald's-Spiel. Das hatte denselben Scheiß eingebaut. Ich frage mich, was das gerade aber mit, pass auf die Bassbombe auf, weil irgendwie... Alter, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das fucking Ziel? Alter, wie weit geht das hier? Okay, ich muss gucken, dass ich es in der nächsten Runde deutlich besser hinkriege. Weil, ihr seht schon, das S habe ich verkackt. Ach, da ist es ja schon. Okay, so weit ist es gar nicht mehr. Erneut versuchen gerne. Okay, diese Sprungfeder, liebes Spiel, war mega unnötig. Oh, minus 10 Sekunden. Hallo? Hallo? Ich drück grad nichts, Leute. What the fuck? Ich drück grad gar nichts. Hä? Hä? Was habe ich da getan? Oh, es sind Sekunden gespart. Okay, da hätte ich eine Menge Zeit sparen können. Hätte ich einfach mal den Sprung gemacht. Aber ich mache die Sprünge irgendwie zu selten. Aber guckt auf die Zeit, wir sind 19 Sekunden besser. Beziehungsweise 9 Sekunden, weil wir haben ja 10 Sekunden plus gemacht. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt geskippt haben, aber der Sprung war ordentlich. Der Sprung hatte echt ordentlich Style. So. Stimmt, hier war schon Ende gleich, ne? Alter, 38 Sekunden nur. Das war ordentlich. Da haben nicht mal die 10 Sekunden was irgendwie versaut. Also, die hätte ich nicht brauchen müssen. So, Illustration 42. Die Dinger werden übrigens später noch ziemlich schnell und ziemlich gemein. Und das ist ein Freundeslevel jetzt. Tails Düsenflieger erreicht das Ziel vor Tails, der sein Flugzeug fliegt. Weil ein Flugzeug ja ziemlich schnell ist. Vor allem das von Tails. Alter, ist das Super Sonic Racing? Ich glaube, das ist Super Sonic Racing, ne? Introducing! Ich bin gehypt, halbwegs. Go! Doch, da muss ich mal ein bisschen Schnauze halten. Das ist übrigens so einer der Gründe, warum ich dieses Spiel immer so gefeiert habe, weil die Soundtracks da waren. Und die Soundtracks, die klassischen Soundtracks, die mit Gesang... Ich glaube, das ist wirklich was, wofür Sonic echt einen mega Pluspunkt einfach hat bei vielen Leuten. Denn wenn es um Songs geht, ich glaube, Sonic-Songs im Videospielen sind doch schon einer der besseren, definitiv. So, das war ziemlich einfach. Wir haben Tails platt gemacht, wie Gulaschsuppe. Und noch ein Lied. Toxic Caves, okay.
scheint es ein Doppelgängerrennen zu geben. Noch erstmal Knuckles, das ist unsere Freundesaufgabe in Sky Sanctuary. Knuckles, Feindeschar, eine Schar riesiger Feinde versucht, an den Rennen gegen Knuckles zu verhindern. Knuckles. Knuckles. Ich habe als Kind immer Knuckles gesagt, weil ich nicht wusste, wie es heißt. Ist das wieder Sonic Racing? Warum muss ich... Ich will es gar nicht wissen. Also noch sind wir vorne. Telefon. Telefon, einen Moment. Alter, da geht man ans Telefon ran und das Telefon ist leer. Ach, ernsthaft? So, wo war ich stehen geblieben? Wir machen gerade dieses Rennen. Hier sind mega große Viecher. Ich muss doch gleich mal gucken, wer da angerufen hat. Denn, ich meine, hallo. Anrufe sind immer wichtig. Alter, sind das große Viecher. Wo müssen wir hin? Ah, okay, hier lang. Vor allem, ich brauche viel zu lange. Viel, viel zu lange. Das Telefonat von mich gerade hat mich auch voll rausgebracht. So, aber ich glaube, es gibt keine Abkürzung hier hin. Und was hat das mit Sky Sanctuary zu tun? Das ist Green Hill Zone. Ich erkenne es gerade erst. Aber die Zeit reicht nicht aus. Nö, die Zeit reicht definitiv nicht aus. Okay, wir versuchen nochmal. Wir haben sogar schon... Wir haben schon A verkackt. What the fuck? Wir haben B gerade da oben gehabt. Oh, dieser Weg hier hoch, ne? Da kommt aus dem Boden gegraben. Wie komme ich eigentlich drauf, dass Sky Sanctuary ist? Wir sind doch in Green Hill Zone. Stimmt eigentlich, ne? Wir sind immer noch in Green Hill Zone. Wir haben nur Rennen in der Green Hill Zone. Wenn. Ich meine, die Herausforderungen sind natürlich nach Gebiet aufgeteilt. Und ja. Ich glaube, wir sind besser als gerade, ne? Ich glaube schon. Ich meine, wir haben zwei Drittel. Mist. Zwei Drittel und von der Zeit ein bisschen weniger als zwei Drittel. Die Hälfte hatten wir gerade erst, ne? Ja, Tatsache, die Hälfte erst. Ich muss natürlich gleich mal gucken, wer da angerufen hat. Ich hatte selber Fehler schon wieder gemacht. Ich will immer springen am Ende. Komm, wir müssen uns beeilen. 20 Sekunden noch. Wir sind kurz vorm Ende. Ernsthaft? Dankeschön. Das sind echt random Level, ja. So, nicht nochmal neu versuchen. Wir haben es geschafft und ich bin zufrieden. Und haben wir Super Sonic Racing gehabt und wir kriegen eine Illustration, die wir so eingesammelt haben. Und wechseln auf den neuen Sonic. Denn wir haben auch da noch eine Aufgabe. Doppelgängerrennen. Und ich glaube, das ist wieder das ganze Level, ne? Ich glaube schon. Aber ich finde diese Doppelgänger-Herausforderung sogar angenehm. Weil man kann so ein bisschen dort erkennen, wie groß das Level ist. Ich meine, wenn ihr mal genau hinguckt, dann seht ihr, aha, das Level hat schon eine kleine Größe. Ich frage mich aber bis heute noch, ob es der moderne Sonic ist, der gegen uns antritt, oder der alternative Sonic, also der alte Sonic. Ich kann es euch nicht sagen. Wow. Er freut sich natürlich des Todes, weil ich auf ihn gefallen bin. Aber gut. Dann bin ich hoch. Und wieder mal nach vorne. Ich mag es einfach, weil es richtig gut ist. Man muss keinen großen Skill haben, diese Level zu meistern. Man muss nur ein bisschen gucken können. Und dann ist es alle kein Problem. Wir haben gerade mal... Ja, guck mal an, wie viel wir erst geschafft haben. Nicht sehr viel, ne? Wir haben jetzt die Hälfte erreicht. Also der Fisch ist die Hälfte, wie es aussieht. Und wir haben echt einen ordentlichen Abstand. Echt einen großen Abstand.
So, ich bin zweimal gesprungen, man hat zweimal das Hack gehört, aber er hat nichts angenommen. So. Bam, bam, putz. Oh nö. Ach Leute, da fällt mir wieder so vieles ein. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen Spaß gehabt mit alten Videos von Leuten, die wir geguckt haben, und dieses Putz ist mir einfach im Kopf hängen geblieben. Vier kann das denn gar nicht mehr haben, ne? Eigentlich nicht mehr. Oh, ich fall immer über die Kante. Ich habe damals, als ich da privat gespielt habe, bin ich immer über die Kante gefallen. Auch was auch immer das da ist, ich habe keine Ahnung. Gab es hier nochmal eine Kante, wo wir uns ducken müssen? Ich glaube nicht, ne? Nur eine Jump-Kante. Und dann sollten wir es auch schon haben. Seht ihr, was ich gerade sehe? Ich bin zu lahmarschig gewesen. Ah, nur. 10 Sekunden schneller sein. Okay, nichts leichter als das. Wo kriegen wir die 10 Sekunden her? Vielleicht nicht überall runterfallen. Ja, das könnte es vielleicht sein. Na, das ist Zeitersparnis auf jeden Fall. So, da kommen wir auf jeden Fall durch. Ich meine, solange wir im vollen Tempo sind, ist alles gut, ne? Da müssen natürlich eine Sekunde nur besser sein. Ich will gerne einen Boost geben. Kann ich natürlich nicht. Habe ich jetzt Zeit gespart? Ich weiß es auch nicht. Da hätte ich Zeit sparen können. Dankeschön. Und jetzt mal gucken, wo wir Zeit sparen können. Übrigens, diese Moves sind nur dafür da, die Anzeige voll zu machen. Ihr seht sie unten vielleicht. Die Boost-Anzeige, die geht manchmal einfach ins Überirdische rüber. Ich glaube, wir sollten diese Sprünge unterlassen, weil die dauern so ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. So, der Rinnegan-Hai. Verdammt. Ich versau's, ne? Ich versau's schon wieder. Ich bin gerade an derselben Stelle auch hängen geblieben. Gucken, ob das jetzt klappt, vielleicht. Also, ich glaube, wir haben jetzt einen schnelleren Weg genommen. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Mist. Einfach nur Mist. Aber wie schön auch die Zeit erst losgeht, wenn man wirklich in Dings ist. Wir müssen S erreichen, Leute. S ist unser Ziel. Es wird natürlich große Komplikationen geben später, wenn wir ganzen Aufgaben machen. Ich frage mich, warum das Telefon geklingelt hat. Wir wissen, wer dran gewesen ist. Ich schlage gerade das Telefon auf und nach dem Part werde ich mal kurz gucken gehen. Ich glaube, das ist sogar eine bessere Abkürzung. Und nach dem Part werde ich einfach gucken gehen, wer das war. Oh, wie wir die wegfetzen. Und der Doppelgänger holt ordentlich auf. Ja, ich habe das Gefühl, dass da oben eine Abkürzung ist. Das war cool. Hä, war nicht hier irgendwo da? Ja, auch wieder dumm, dass ich alles aufgehalten habe, weil... S, Leute. Wir wollen S haben. S ist natürlich die schwerste Herausforderung hier. Aber es ist auch kein Problem, sondern eigentlich, wir sind immer noch in der ersten Welt, ne? Später werden Level kommen, da werde ich mir denken, ach nee, Mann. Die Herausforderungen sind übrigens bei der Welt alle so kurz, also erwartet keine langen Herausforderungen. Auf jeden Fall glaube ich, dass das keine langen Herausforderungen gab.
Ich hab schon wieder. Die Ecke versau ich auch immer wieder, ne? So, diesmal keine Angst gleich haben vor dem komischen, wie heißt es jetzt? Trampolin. Mehr Angst davor haben, dass ich das Level schon wieder verkacke. Wir haben noch so viel vor uns. Aber ich glaube, das ist jetzt die letzte 3D-Passage, ne? Oh, sehr gut. So, hier jumpen, speeden wir einfach durch. Noch 20 Sekunden. Komm gefühlt irgendwie oben auf der Karte nicht voran. Gib Gas, Sonic. 7. Keine Zeit für deine komischen Bonuslachen. 3, 2. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nice. Nicht nochmal neu versuchen. Aufgabe ist gemeistert. Aber ich glaube, wir werden noch. Schon wieder ein Song. Wir werden noch sehr viel Spaß damit haben. Palm Tree Panic, okay. So, heute machen wir noch zwei Herausforderungen, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich ordentlich was gemacht. Und hier ist einmal ein Schnipslevel. Schaukelzirkus. Gelange mit den Wingeplattformen rechtzeitig zum Ziel. Okay, das sollte kein Problem sein. 1,40 Zeit. Da schießt irgendwas. Oder hat er gerade irgendwas geschossen? Fuck. Nein, 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 nein. Mach mal bitte so. Dankeschön. Ich habe gerade gemerkt, dass wir ein bisschen dumm gegangen sind. Oh, die kleinen Tiere. Kann ich eigentlich auch so machen? Mist, das kann ich nicht machen. Okay, das ist keine kluge Idee, dass ich das mache. Ich dachte, vielleicht können wir damit cool abkürzen. Stattdessen brauche ich zu lange. So, da oben sind noch mehr Plattformen. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Die Frage ist, wo muss ich hin? Ich weiß noch nicht, welche Plattform ich nehmen muss. Oder muss ich einfach generell nach oben? Hier ist ja nichts. Da ist Zeit. Hier waren Münzen. Klasse, Münzen! Echt, ich verstehe nicht, warum in so einer Challenge sowas eingebaut ist. Generell verstehe ich die Challenge gerade nicht. Bin kein Freund von der Challenge. Oh. Wofür die Stacheln? Da unten sind Gegner ohne Ende und ihr haut da Stacheln rein. Gott sei Dank. Das wollte ich erreichen, genau. So, hier können wir auch wieder normal gehen. Hauptsache, wir haben eine Menge Zeit gespart, indem wir das gemacht haben. Damit jetzt eher weniger. Verdammt, so weit wollte ich gar nicht. Okay, wir müssen nochmal die rechte Plattform nehmen. Oh, ich könnte die Musik den ganzen Tag übrigens hören, ne? Da schießt du mal deine Raketen ruhig. Wo soll ich gerade hin? Die Plattformen haben kein gutes Timing. Da muss ich hin. Und da muss ich da hin. Dann haben wir noch 40 Sekunden Zeit. Das ist 40 mehr als letztes Mal, als wir da waren. Okay, wir mussten hier hoch. Interessant. Oh, sonst hier das Ziel. Hui. Ging auch schneller als gedacht. Nein, nicht mal neu versuchen. Dankeschön. Hier geblieben. Die brauchen wir noch. Da ist auch noch ein Schlüssel am Hängen, den brauchen wir später erst. Den sammeln wir, wenn wir alle Aufgaben hier gemacht haben. Springerei, erreiche das Ziel über die Sprungfelder, ehe dir die Zeit ausgeht.
Handschuhe anziehen. Bin bereit. Die Frage, die ich mir hier gerade stelle. Was für eine Art von Sonic Level wird das? Meine Frage ist berechtigt übrigens. Das Abgrund. Wird mir sogar angezeigt, wie freundlich. Und über das Feuer, um Himmels Willen. Die Frage ist echt, wo ist das Ziel? Ich weiß es halt gerade nicht. Ich weiß nur, was im Level hier ein roter Ring ist. Die Frage ist halt echt, wo ist das Ziel? Was? Nein, 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 komm, komm! Oh! 500stel. Was war das denn für ein Bug gerade? Sonic Boom, Sonic Boom. Und hier haben wir einen Schlüssel. Das ist ein Boss-Tor-Schlüssel. Um an sie zu gelangen, musst du die Schutzbarriere freischalten, indem du eine der Herausforderungsakte in Akt 1 oder Akt 2 abschließt. Sammel 3 Boss-Türen-Schlüssel, um das Boss-Tor zu öffnen und fordere den Boss heraus. Finde ich übrigens ziemlich gut gemacht, dass man nur eine Aufgabe machen muss, weil es halt wirklich nur Nebenaufgaben sind. Alter, ist das peinlich gewesen. So Leute, im nächsten Part von Sonic Generations, wir haben 3 Parts hinter uns, werden wir hier reingehen. Und nach meinen Kalkulationen habe ich gedacht, dass das alles viel schneller geht, aber Alter, wir sind richtig lamarschig unterwegs. Ja gut, immerhin haben wir 8 von 90 insgesamt Challenge-Level geschafft und im nächsten Part die letzten von der Green Hill Zone. Und dann geht es zum Chemical Plant. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag, bewertet den Part. Und Masa la Vista, Baby!